Oh, das war eine schöne Metapher. Kreative Blockade und dann so eine Steinmauer vor unserem direkten Gesicht. Uiuiui, das war gut. Das war sehr gut gemacht. Okay, wir sind... Wow! Ohne Scheiß. Ihr könnt mir nicht verraten, dass ihr dieses Prinzip nicht unfassbar geil findet, so wie ich. Und jetzt ist die... Oh. Wir gucken durch ein Fenster, drehen uns um, sind in dem Raum, wo wir gerade durch das Fenster reingeschaut haben, drehen uns um, das Fenster ist nicht mehr da. Was... Wow. Mindfuck the game. Hallo, willkommen. Juni, vergiss nicht. 9. Juli. Juni. Da war unsere Hochzeit, da hatten wir das schöne Dings, was ich ja, mir gut gemerkt habe. Das war nämlich der Samstag, der 9. Juni um 14 Uhr. Das weiß ich noch ganz genau, weil den Code wollte ich 200 Mal eingeben und das hat nicht geklappt. Das war, glaube ich, das Offizielle vom Spiel. Yannick, halt deinen Mund. Okay. Wird gemacht. Danke. Raum links ist nicht mehr abgesperrt. Ist das dann das Zeichen, dass ich da reingehen sollte? Ich weiß es nicht. Oh, okay. Was ist das da oben? Da ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Den will ich gerne haben. Den brauche ich vielleicht jetzt sogar schon. Sieht danach aus. Da ranzukommen brauchen wir aber auf jeden Fall die Leiter. Das heißt, die müssen wir irgendwie rüberschieben. Was zur Hölle? Klingelt hier ein Telefon oder was? Fuck. Das ist eine komplette Neuauflegung von PT gefühlt. Das ist ein rückwärts abspielendes klingendes Telefon und die Stimmen sind halt auch rückwärts. Oh fuck. Fuck, ist das gruselig. Soll ich jetzt vielleicht irgendwie das Telefon aufheben oder dergleichen? Anscheinend. Auch wenn ich nicht wüsste wie. Was willst du denn von mir? Telefon! Das Geräusch kommt leider immer noch von unten. Was ist, wenn ich rückwärts gehe? Denn das ist ja alles rückwärts. Oh, Genie. Haha. Zack, da fällt's runter. Ha! Yes, speaker. Ah! Ach, jetzt sind wir hier unten. Klar. Okay, wo sind wir jetzt? Ruheloses Andenken. Ah! Was war da? Was war? Warum war da? Was war? 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 Hund. Oh, nett. Ah, jetzt ist alles auf dem Kopf. Flatternde Schrecken, seid still. Konstantes Flattern. Fressen andere Ratten? The Artist Impression. Das ist ein wundervolles Sichtchen dafür. Klar, kranke Erinnerung. Ja, ich stimme zu. Ich möchte mein Veto einlegen für seine Erinnerung. Können die bitte gehen? Danke. Tschüss.
kann das Licht anmachen. Wow. Und plötzlich ist der Raum wieder normal. Shit. Schicke Sonnenbrille. So eine richtige Deal-With-It-Sonnenbrille. Ah, guck mal, da ist der Hirschkopf. Ich sag euch, der guckt und... Ich will da nicht lang. Ich will da nicht lang. Da ist eine böse Frau am Fenster. Oh Gott. Oh Gott, ist das fucking creepy. Da ist der Hirschkopf. Voll süß. Oh Gott. Oh, ich hatte lange nicht mehr ein Horrorgame, was mich so in den Bann gezogen hat. Aua. Ich komme übrigens noch nicht ganz mit der Schiebenmechanik klar. So. Ja. Auf geht's. Wir wollen anscheinend nach unten, wie es aussieht. Natürlich, klar. Keller sind nett. Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Okay. Habe ich jetzt gleich wieder eine kreative Blockade oder wie sieht das hier aus? Oh ne, diesmal können wir weitergehen. Die kreative Blockade ist quasi überwunden. Jo. Jo, jo, jo. Ah. Ratten. Ratten, Matten. Kommt da Blut raus oder was soll mir das jetzt sagen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Upsala. Oh. Nett. Oh. Komm schon. Stille Schwimmer. Sie verstopfen den Abfluss. Fell im Wasser. Keine Bäder für mich. Jo. Falls ihr mal ein Rattenproblem habt, einfach den Abfluss runter. Kein Problem. Die finden das gut. Kommt da irgendwas raus? Also irgendwas anderes außer Wasser? Nee, anscheinend nicht. Können wir denn jetzt bitte wieder hier gehen? Danke. Abgeschlossen. 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 Oh. 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 Oh, you. What the? Whoa. Fuck. Ist irgendwo Licht? Danke. Hätte ich gerne. Wir laufen auf jeden Fall auch so, als hätten wir eine Knieprothese. So viel ist sicher. Ach, das wunderschöne Klavier. Jawohl. Wer hat die Gravitation ausgestellt? George, was habe ich dir dazu gesagt? Nicht damit spielen. What the fuck? Wir können das sogar rumschmeißen. Jawohl. Hui. Oh Gott. Ah.
Ich bin nicht immer vor Spielen, das wird dann super creepy. Spiel mal bitte richtig. Kleiner Mozart. Oh fuck! Okay. Okay, was liegt hier jetzt? I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Gut. Unsere Grundierung, also quasi unsere weiße Farbe, die wir im Hintergrund genommen haben, ist klein gemahlenes Knochen. Klein gemahlene Knochen, ja. Nett. Ja, ja. Lass uns unser Bild weitermalen. Haha. Oh nee. Ach, die sind jetzt auch noch hier an der Wand. Ja, wundervoll. What if you fail? Was, wenn du scheiterst? Ja, was dann? Ich weiß nicht, was schlimmer sein könnte als das hier gerade. Wirklich nicht. Ich kann mir momentan wenig vorstellen, was schlimmer ist. Ein groteskes Missverständnis. Ja, hoffe ich doch, dass das hier das alles ein groteskes Missverständnis ist. Alright, alright, alright. Leute, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst doch erstmal ein Däumchen nach oben da und abonniert meinen Channel unten, damit ihr auf dem neuesten Stand seid, wenn ein neuer Part kommt von Layers of Fear. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Brain, tüdelü, mit Ü.